Hier beim Sportclub Westfalia Kinderhaus befindet sich auf dem Dach die Skulptur Lucy. Schöpferin dieser Arbeit ist die niederländische Künstlerin Lotje de Lussanet. Bezugspunkt für diese Arbeit sind Knochenfunde, die Archäologen in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht haben. Die Überreste gelten als die ältesten Funde unserer menschlichen Vorfahren. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei diesem menschlichen Wesen um eine Frau gehandelt hat. Die Künstlerin widmete dieser weiblichen Urahnin von uns allen ihre Arbeit. Während der Ausgrabung hörte das Archäologenteam mit viel Vergnügen Lieder der Beatles, um sich die Zeit etwas angenehmer zu gestalten. Und weil sie davon ausgingen, dass es sich um eine Frau handelte, nannten sie ihren Fund nach dem Beatles-Titel Lucy in the Sky einfach Lucy.